Lass uns über den Verlauf des Krieges sprechen. Wie ist da die aktuelle Lage im Osten des Landes? Also Frontverschiebungen hat es eigentlich kaum gegeben. Trotzdem eine extrem unruhige Nacht und das fast im ganzen Land, vor allem auch im Osten, auch hier in Uman, dreimal Luftalarm. Diese Nacht Kampfflugzeuge, die hier gedröhnt haben, ukrainische, russische, schwer zu sagen. Ansonsten Kharkiv auch im Norden wieder unter Beschuss. Aus ukrainischer Sicht positive Nachrichten aus Cherson. Da sollen laut Präsident Zelensky bis zu 1000 russische Soldaten jetzt eingekesselt sein. Und man gehe davon aus, dass Russland sich möglicherweise sogar aus diesen Stellungen zurückziehen werde. Ob das jetzt möglicherweise doch nur Wunschdenken ist, das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Auch noch eine Angabe von Präsident Zelensky im Übrigen, der sagt, momentan täglich nur in Anführungsstrichen 30 getötete ukrainische Soldaten. Im Mai beispielsweise lag die Zahl bei bis zu 200, 250. Das wären militärische Erfolgsnachrichten aus ukrainischer Sicht. Zudem sieht Präsident Zelensky einen Waffenstillstand ohne die Rückgabe der von Russland besetzten Gebiete kritisch. Was bedeutet das für den Krieg im Verlauf und auch für mögliche, für erhoffte Verhandlungen, Steffen? Also diese Verhandlungen sehe ich persönlich nicht. Diese Verhandlungen übrigens auch sehen die Ukrainer nicht. Wenn man sich hier mit den Menschen unterhält, dann heißt es, es könne nicht sein, dass man einfach Gebiete aufgibt, weil dann in zwei, vielleicht in drei Jahren Russland nach dem nächsten Teil der Ukraine greifen würde. Das ist die Meinung, die wir hier auf den Straßen hören. Und das ist genau auch das, was Präsident Zelensky gesagt hat. Also mit anderen Worten, Verhandlungen. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass das schnell passiert, dass der Krieg sich fortsetzt, lange fortsetzt, dass die Ukraine versucht, mit Hilfe des Westens Munition und Waffen, Raketenwerfern, vor allem Gebiete wieder zurückzuerobern. Das wird passieren. Aber ob man das erfolgreich umsetzen kann bei der Massivität der russischen Truppen, auch da habe ich meine Zweifel dran. Also insofern sind das, glaube ich, keine guten Nachrichten und Grund zur Hoffnung auf ein schnelles oder baldiges Kriegsende gibt es eigentlich kaum. Steffen, vielen Dank für deine Einschätzungen aus der Ukraine.